Wir haben also sehr viel mitzunehmen. Irgendwann muss ich die Fackeln ja auch neu platzieren. Die hatte ich ja mit einem 15er Abstand gemacht, aber eigentlich haben die ja nur 14. Ein Irrglaube, dem ich lange unterlegen bin. Fackeln haben nur eine Lichtreichweite von 14 Blöcken. Lichtsteine und Kürbislaternen haben 15 zum Beispiel. Und Pilzblöcke haben, glaube ich, auch 15, aber da bin ich mir nicht sicher. Gut, ich habe jetzt noch ein paar eigene Eimer mit draufgelegt. Ich habe jetzt drei volle Schulkerkisten und eine Metall voller Lava. Cool. Stell dir das mal in echt vor, du hast einfach so alles voller Lava in dem Ding. Du musst eigentlich nur verbrennen, wenn du alleine einen Eimer anfasst. Ja. Ricolat Larandir, wie findet ihr eigentlich die Performance heute auf dem Server? Ich finde, heute leckt es überhaupt nicht. Also ich finde es recht gut. Okay. Und da ich jetzt nur im Rahmen meines Hauses unterwegs bin, da leckt es gefühlt immer. Deswegen habe ich jetzt noch keinen merklichen Unterschied gemerkt. Okay, interessant. Aber wenn ich jetzt hier im Nether unterwegs bin, da kann ich das gleiche bestätigen eigentlich. Es läuft eigentlich. Aber hier lief es eigentlich immer relativ sauber. Aber es ist doch irgendwie gefühlt ein bisschen schneller, sage ich jetzt mal. Ja, sollte es auch sein. Ich habe nämlich die Rennedistanz und die Simulationsdistanz runtergepackt. Habe ich mich heute darum gekümmert. Interessanterweise hat das später dann trotzdem noch gelaggt. Wo habe ich den Seensand? Ach Mist, ich weiß nicht, wo ich den Seensand. Ja gut, zu Hause bei mir ist es logisch wegen dem ganzen Redstone, deswegen wundert mich das gar nicht. Ja. Nee, ich habe es von... Es war auf 13 gestellt. Und ich habe mal ausgerechnet, es war ja vor dem Update, wo nach oben und unten um 64 Blöcke hoch weiterging, war es ja bei, war die Standardreichweite bei 10. Ich habe mal durchgerechnet, bei was die neue Standardreichweite wäre, wenn die genauso viel Blöcke geladen werden würden. Und das war 8,0 irgendwas, also praktisch 8. Okay. Und, da war das. Und so. Deswegen habe ich mal, habe ich das mal einfach mal um 8 auf 8 gemacht, beides, habe dann die Simulationsdistanz um 2 auf 6 reduziert und dafür die Rennedistanz um 2 erhöht auf 10 und habe das mal getestet und das lief bei mir im Haus ohne Aufnahme komplett flüssig. Und ich habe es dann mal auf 11 gepackt, das lief auch noch, bei 12 fing es dann an leicht zu laggen, deswegen habe ich es wieder auf 11 runtergepackt und Simulationsgröße dann habe ich glaube ich auf 5 runter, weil ich mir gedacht habe, ich mache einfach die Hälfte von der Simulationsgröße, von der View Distance fertig. So, wir hatten das nochmal gemacht, erst in die Mitte und dann nach außen hin, gell? So war das doch, glaube ich. Nein, du musst außen anfangen, weil wenn du das erst in die Mitte packst, kommst du später schlechter an die äußeren Blöcke hin, weil dir die Lava, die du zuerst platziert hast, den Blick versperrt. Da würdest du die Lava in die Lava platzieren, sozusagen. Deswegen immer außen anfangen, dass du mir nicht auf freien Blick. Und später musst du ja ein bisschen weiter reinschauen, da ist dir die Lava, die du weit weg platziert hast, egal. Okay, Leute, also jetzt holen wir mal Zeug. Also wir brauchen ein Namensschild. Ich habe zum Glück sehr, sehr viele Namensschilder. Das platzieren wir in die Taskleiste, dann sehe ich das und werde jetzt hoffentlich nie vergessen, dass ich es noch benennen muss. So, dann brauchen wir Eisen. Wir haben sehr, sehr viel Eisen, Leute. Die Hälfte davon gehandelt mit Ricolat, die andere gesponsert von Ricolat. Dann nehme ich einfach mal ein bisschen was mit.
Dann. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich glaube, da hole ich mir Holzkohle. Und Enderton. Aber ich glaube, dann nehme ich einfach Obsidian mit. Einfach mal einen ganzen Stapel. Das sollte für eine Weile reichen. Das sind ja dann 8 Truhen. Ach, das wären 4 Zwischenhalte. Das reicht, bis ich mal wieder neues Obsidian brauche, Leute. Das reicht für eine Weile. Enderaugen habe ich ja noch 4 da. Vielleicht machen wir mal neue. So ging das, glaube ich. Ja, genau. Okay. Müsste ich wahrscheinlich runtergehen und ein bisschen mehr holen. Aus unserem Lager. Aber das hat jetzt Zeit. So, das kann er aber in die Endertruhe. Eigentlich kann das alles werden, das mal in die Endertruhe. Bis auf das Namensschild. Das müssen wir noch umbenennen. So, was brauche ich noch? Ich habe Eisen. Ich habe Kohle hole ich jetzt. Okay, wir gehen jetzt erstmal das Namensschild benennen, Leute, damit ich das nicht vergesse. Dann holen wir Kohle. Und ich glaube, sonst brauchen wir nichts. Zumindest vorerst nicht. Da ist eine Kuh. So, Leute, das Namensschild. Und zwar, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Ich muss ihn nur eben mal finden. Auf meinem Notizzettel. Da ist er. Der fette Brummer. So, fetter Brummer. Oh, extra nochmal kontrolliert. War richtig geschrieben. So, da ist ein Huhn im... Ja gut, das badet. So, dann gehen wir mal... Gehe ich Holz holen? Oder hole ich mir einfach gleich die Holzkohle? Ach, holen wir uns einfach gleich die Holzkohle, Leute. Wir können ja Holz wieder runterpacken, wenn wir das nächste Mal bei der Försterei weitermachen. Oder das nächste Mal Rohstoffsammlung machen oder sowas. Ah, da fällt mir ein, weil ich gerade den Dorfbewohner hier sehe, Leute. Den Steinbrucharbeiter. Ich wurde in den Kommentaren tatsächlich gefragt, Leute. Das war tatsächlich erst vor ein paar Tagen, warum ich denn cheate. Das habe ich gelesen, ja. Na, gerade du und cheaten. Ja, da ging es drum, weil ich Befehle benutzt habe wie TP, das war beim Pilzhaus, Pilzhaus, genau, die zwei Dorfbewohner, Leute, wo es drum ging, ja, warum teleportiere ich die Dorfbewohner rum, warum mache ich sie unverwundbar und sowas, warum cheate ich, warum benutze ich Befehle, ich war auch ein paar Mal im Creative-Modus, passiert ja ab und zu mal, und ja, also generell habe ich, also zum einen muss ich unterscheiden, spiele ich gerade das Spiel oder administriere ich gerade den Server? Wenn ich den Server administriere, Leute, dann bin ich generell immer im Creative-Modus und mache alles, wie Serverregeln machen und sowas. Oder die Serverregeln vorbeifliegen oder sonst was. Oder jemand hat ein Problem oder so. Dann bin ich generell eigentlich immer im Creative-Modus, fliege hier rum, benutze auch Befehle. Das ist Server-Administration, Leute. Das ist für mich nicht spielen. Ich spiele währenddessen auch nicht. Ich mache auch gar nichts. Generell, ich benutze auch nichts aus dem Creative-Modus, außer vielleicht mal kurz, um nachzusehen, was sieht am besten aus. Aber ich lösche das alles wieder, zerstöre die ganzen Blöcke und lösche alles aus dem Inventar, das ich mir hergecheatet habe, Leute. Damit es eben im Endeffekt kein Cheaten mehr ist. Das zweite ist, Leute, Befehle oder eben Creative-Modus während des Spielens. Es gibt Momente, wo man einfach Creative-Modus machen muss oder sowas. Oder zum Beispiel, wenn ich den Debug-Stab benutzen möchte. Oder eben, wo ich Befehle benutze. Eben wie zum Beispiel, wenn ich... Wo ich Befehle benutze? Ja! Du bist da mal, ey. Ja. Wenn ich zum Beispiel eben die Dorfwohne mache. Das mache ich nur dann, Leute, wenn es um Dekoration geht.
Also ich betrachte zum Beispiel auch diesen Dorfbewohner hier nicht als Dorfbewohner. Das ist Dekoration, Leute. Der Steinbrucharbeiter hier, der ist Dekoration. Das ist ein Objekt. Das ist ein Block, genauso wie die Truhe hier, wie der Boden hier, wie diese Fackel hier. Das ist einfach nur ein Objekt. Und das soll sich auch nicht wegbewegen hier, deswegen hat er ein Bewegungstempo von 0. Und das muss man natürlich per Befehl ausführen. Also, setzen. Und der Grund, warum ich die überhaupt unverwundbar mache, ist folgender, Leute. Da gibt es zwei Gründe dafür, warum ich die unverwundbar mache. Zum einen wegen Ronak. Falls ihr euch erinnert, oder vielleicht wisst ihr auch nicht, weil ihr noch nicht zuseht, aber so um die Folge 1000, 1300, so rum. 1000 bis 1500, so ungefähr. Da hatten wir Ronak noch ganz normal, also den Eisengolem. Wir hatten uns einen Eisengolem gemacht, Leute, im Nether, in Asgers Schloss. Haben ihn Ronak getauft und haben ihn rumlaufen lassen. Und wir bekamen irgendwann die Meldung, ja, Ronak ist gestorben. Ja, toll. Also ich weiß nicht mehr, woran es liegt. Er hat entweder gegen Zombie-Pickling gekämpft und die haben ihn getötet, weil es einfach zu viele waren. Ich meine, wenn du einen Zombie-Pickling angreifst, dann gehen die alle auf dich los. Oder er ist irgendwo, damals waren ja die Gänge teilweise noch offen, einfach runtergefallen und gestorben. Oder in Lava verbrannt oder sonst was. Und das war schade. Dann habe ich mir nochmal einen Eisengolem gemacht. Den habe ich Ronak 2 genannt. Der ist auch gestorben, Leute. Dann habe ich nochmal einen Eisengolem gemacht. Den habe ich Ronak 3 genannt. Der ist auch gestorben. Und dann hatte ich keine Lust mehr, Leute. Damals war Eisen auch sehr, sehr wertvoll. Und ich hatte schon drei Eisengolems. Eisen für drei Eisengolems. So rum. Einfach nur weggeworfen, weil dieser blöde Ronak dauernd gestorben ist. Dann hatte ich keine Lust mehr. Deswegen habe ich ihn unverwundbar gemacht. Ungefähr zu der Zeit gab es leider auf dem Server auch einen Bug, oder generell in Minecraft, dass Dorfbewohner ständig verschwunden sind, Leute. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie gestorben sind, vielleicht sind sie ja verhungert, keine Ahnung, oder wirklich einfach verschwunden. Auf jeden Fall sind auf dem ganzen Server immer, also vor allem Taren hat sich da jedes Mal beschwert, er holt sich immer wieder Dorfbewohner aus seiner Dorfbewohnermaschine, die er da gebaut hat, und die verschwinden immer. Wenn er das am nächsten Tag wieder auf dem Server ist, sind sie alle weg. Und, aber irgendwie nur die Hälfte, die andere Hälfte bleibt da, also kann es irgendwie dann doch nicht irgendwie verhungern gewesen sein. Sie sind einfach verschwunden, despawned. Sie hatten sogar Namen, sie sind einfach verschwunden, immer wieder weg. Und das ist nicht nur ihm passiert, das ist auch mir passiert, und deswegen habe ich angefangen, auch die Dorfbewohner unverwundbar zu machen, Leute. Denn dann sind sie plötzlich, wenn sie unverwundbar sind, bleiben sie einfach da. Also sind sie vielleicht letztendlich doch irgendwie gestorben. Und das ist der Grund, warum ich die unverwundbar mache, Leute. Auch unter anderem. Also, einfach nur Dekoration. Aus Dekorationsgründen. Denn letztendlich ist es ja hier, auch wenn wir das im Survival-Modus hauptsächlich spielen, ist es letztendlich ein Spiel, Leute, bei der wir unsere Welt gestalten wollen, möglichst auf schöne Weisen. Und das sind auch nur weitere Möglichkeiten und Wege, unsere Welt noch schöner zu gestalten, Leute. Also, ich habe es ja schon öfters gesagt, Rikulat hat sogar schon ein oder zweimal ausgenutzt. Ich mache das nicht nur für mich, ich mache das auch für die anderen Spieler auf dem Server. Rikulat wollte zum Beispiel auch schon mal einen Dorfbewohner haben. Er hat auch einen Debug-Stab, den er halt nicht benutzen kann, weil er nicht in Creative Modus kann. Das finde ich echt blöd, Leute. Also den Debug-Stab hätte ich gerne, dass ich ihn auch ohne Creative Modus nutzen kann. Aber generell mache ich das auch für... sieht cool aus. Ja, das stimmt, er sieht cool aus. Also generell mache ich das halt auch für andere, damit auch andere in den Genuss davon kommen. Bloß die haben halt das Problem, sie müssen mich halt dann fragen, bitte mach das. Während ich das halt einfach so machen kann. Interessant. Holen wir hier. So, da ist die erste Fuhre Lava vorbei. Ich hab keine Ahnung, wie hab ich das geschafft? Ja, so kann ich bestätigen. Ich weiß, damals war es noch der Hafenmeister, den du mehr machen solltest. Das haben wir, glaube ich, auch in... müsste eigentlich auch im LP direkt drin sein. Mittlerweile ist die aber in die Taverne gerutscht, die wurde umfunktioniert. Ach ja. Oh. Jetzt ist es eine Bardame. Ja. Eine äußerst männliche. Ah ja. Ja, es ist Tanja mit Bart. Und ja, wir sind ja unisex hier auf dem Server, das ist ein Dorfbewohnerständchen in. Und auf Alter, jeden Fall. Nein. So, mit sowas ist auf dem Server verboten, ja? Also ich habe kein Problem, ja? Mit Gleichberechtigung. Und sowas. Aber dieses Sternchen innen oder Groß innen oder Doppelpunkt innen, das ist
Ich sag's ganz klar, das ist Vergewaltigung der deutschen Sprache. Sowas ist auf dem Server verboten, ja? Du sagst ganz klar Dorfbewohner und oder Dorfbewohnerinnen. Ja, das wird ausgesprochen. Ich schlaf auch gleich eben mal lachend hier. Dankeschön. Also, da bin ich rigoros. Also, ich weiß... Von mir aus können das andere machen, wie sie wollen, aber ich möchte das nicht. Also, ich möchte da gerne konform bleiben. Auch wenn ich dann halt das Wort doppelt schreiben muss. Das ist egal, aber alles andere ist einfach ekelhaft. Ah. Das ist jetzt aber mutig geworden hier. Ja, das ist... Das ist ein Thema, das regt mich schon seit Jahren auf und es wird irgendwie immer schlimmer, weil jeder darauf anspricht, aufspringt. Aber nein. Ich meine Meinung dazu hat, deswegen. Ja. Naja. Jetzt habe ich vergessen, die Kohle tatsächlich in die Box reinzupacken, aber egal. Ich hab sie dabei. Naja, aber ich wollte ja gerade... Also was habt ihr jetzt mit der bärtigen Tanja gemacht? Bardame geworden oder wie? Sie ist eine Bardame geworden in der Taverne zum Tänzen mit dem Pony. Ah ja. Ja, ich weiß noch, ich habe sie im Hof. Also fast schräg gegenüber. Habe ich ja auch eigentlich das Bewegungstempo auf null gesetzt? Habt ihr sie geschoben oder? Wir haben sie geschoben. Ja, genau, wir haben sie im Boot, glaube ich, sogar auch teilweise. Und also bewegen tut sie sich nicht. Ja, dann habe ich das bestimmt bewegt. Ist auch gut so, weil die wird doch nicht bezahlt, die bleibt immer da. Also gibt ihr nicht mal was zu essen oder wie? Natürlich, die hat da bestimmt irgendwo was rumfliegen. Sie ist eine Bardame, sie hat alles, was sie braucht. Okay, also wenigstens für Grundbedürfnisse ist gesorgt bei der Tanja. Bei der oder dem Tanja? Das Tanja. Bei der äußerst männlichen Tanja. Okay, also die äußerst männliche Tanja. Na gut. So, ich finde das sehr gut, dieses Projekt mit den Schreiterrouten, weil das schaffe ich endlich mal, meinen Lavasee da, den ich schon die ganze Zeit wegmachen will, wegzumachen. Und ich sonst mal zu faul dazu bin. So. Okay. Jetzt müssen wir, Leute, wir bringen jetzt fetten Brummer runter. Moment, halt, Moment, können wir nicht. Ich hab etwas ganz, ganz Wichtiges vergessen. Ich habe keine Angel dabei, um ihn zu leiten. Verdammt. Okay, fetter Brummer muss erstmal noch hier oben bleiben. Das nächste Mal, wenn wir nach Hause gehen, nehmen wir eine Angel mit. Mit diesem Karmesinpilz war es, glaube ich, oder? Oh, bin ich jetzt in das falsche Loch gesprungen? Ich glaube der andere, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, richtiges Loch, falsche Richtung. Das andere war der... Ich weiß nicht mehr wie der heißt. Wirrpilz, aber ich bin mir echt nicht sicher welcher. Ja, doch, es war auf jeden Fall der grüne und das war, glaube ich, der Wirrpilz. Wirrpilzroute, genau. So war das.